kaputt machen. JJ! JJ! Na gut, dann eben anders. Wer ist hier der schönste, lustigste und dickköpfigste Mops und hat Lust auf ein Leckerli? JJ, schau mal. Wusste ich doch, dass das funktioniert. Das schmeckt gut. Leute, ihr habt schon erraten, heute geht es um die Hunderasse Mops. JJ ist so ein Mops und die möchte ich mir heute mal genauer anschauen. Die sollen nicht nur richtig witzig sein, sondern auch dickköpfig. Das habt ihr gerade gesehen. Also so eine Belohnung ist nie schlecht, wenn man die dabei hat. Aber auch sehr, sehr schlau. Ich bin mal gespannt, was JJ mir heute alles zeigen kann. Aber vorher gibt's für euch die Quizfrage. Ist der Mops ein guter A. Langstreckenläufer oder B. Sprinter? Die Auflösung gibt's wie immer am Ende der Sendung. JJ, da bist du. Ah, hallo Marco. Hallo Anna. Der Marco ist der Besitzer von der JJ. Ja, ich muss zugeben, ich habe ein bisschen Bestechungsmaterial, deswegen ist sie zu mir gekommen. Deswegen kommt sie nicht zu mir. Ja. Sag mal, da hinten steigt eine richtige Mops-Party. Ja, ist richtig. Ist ja auch ein toller Hund. Das stimmt, deswegen haben den wahrscheinlich auch so viele Leute. Ja, genau. Sag mal, ich habe gehört, Möpse sind sehr, sehr schlau. Kannst du mir da mal was zeigen? Klar, wir wollten eh gerade trainieren. Gehst du mit? Auf alle Fälle und ihr natürlich auch, aber vorher habe ich noch ein paar tolle Infos für euch. Los geht's. Den Mops gibt es in verschiedenen Farben, zum Beispiel in Beige, Silber und Schwarz wie JJ. Die Rasse Mops ist schon sehr alt. Sie wurde bereits vor 2000 Jahren in China gezüchtet. Ein Mops war damals etwas ganz Besonderes. In Asien wurde er von Königen gehalten. Sogar am chinesischen Kaiserhof war der Mops zu Hause. Vor einigen hundert Jahren gelangte er nach Europa und wurde zum Statussymbol des Adels. Mitte des 19. Jahrhunderts war der Mops aus der Mode gekommen und es gab kaum noch Hunde dieser Rasse. Warum? Weil er zum dicken Schoßhund von alleinstehenden Damen geworden war, die ihn mit Leckerchen vollstopften. Daher kommt wohl auch das Vorurteil, Möpse seien faul und träge. Mops-Liebhaber in England nahmen die Zucht wieder auf und sicherten so den Fortbestand der Rasse. Der Mops wurde als Begleithund gezüchtet und gehört zu den doggenartigen Hunden. Zu denen zählen zum Beispiel auch die deutsche Dogge oder der Mastiff. Leider gingen die Schönheitsideale bei der Mopszucht immer mehr dahin, den Kopf möglichst rund und die Nase besonders flach zu bekommen. Für die Gesundheit vieler Hunde hat so eine Überzüchtung schlimme Folgen. Sie leiden zum Beispiel unter starken Atembeschwerden, die sogar lebensgefährlich sein können. Heute legen viele seriöse Züchter Wert darauf, den Mops wieder zu einer gesunden Rasse zu machen. Nur bei solchen Züchtern sollte man sich so einen Hund kaufen. Gehört JJ denn zu diesen überzüchteten Möpsen? Nein, gar nicht. Also JJ kann frei atmen, der hat jetzt nicht diese rausquillenden Augen, der hat jetzt keine deformierten Körper. JJ ist eigentlich zurückgezüchtet, das heißt mehr Schnauze, weniger Augen und einfach der Urmops, die Urrasse, wie sie eigentlich gehört. Aber man hört es doch, wenn sie atmet, also dieses Röcheln, ja, ein bisschen kommt zwischendrin schon mal durch. Ab und, ne? zu mal, die schnarcht ab und zu oder rülpst mal. Aber das ist ja, das passiert uns ja auch. Ja. Ist nicht so schlimm, JJ. Kann ich so akzeptieren. Du hast ja gesagt, wir gehen jetzt trainieren. Was machen wir denn? Wir lassen sie zum Beispiel mal auf den Baumstamm springen. Und stopp. Andere Pfote. Toll. Ich will auch mal. Ja. Wie cool. Also damit wäre auf jeden Fall schon mal bewiesen, dass Möpse tatsächlich sehr schlau sind. Selbstverständlich. Dickköpfig habe ich auch schon gesehen. Mhm. Sind sie wirklich so faul, wie man sagt? Nein, es kommt immer darauf an, wer den Hund hat. Wenn du dich als Herrchen viel bewegst, so wie ich, dann ist der Hund natürlich auch viel aktiver, wie wenn du den ganzen Tag auf der Couch sitzt. Das kann ich mir gar nicht so vorstellen, dass sie jetzt so viel rennen kann. Aber Couch ist auch ein gutes Stichwort. Ich würde mir gerne mal eure Couch anschauen. Oh, klar. Marco wohnt in Augsburg, mitten in der Stadt. Seine Zwei-Zimmer-Wohnung ist im dritten Stock. Kein Problem für JJ. Du hast ja jetzt hier eine sehr schöne große Wohnung. Mhm. Kann man sich einen Mops auch in einer Einzimmerwohnung zum Beispiel halten? Würde ich jetzt in der Stadt nicht unbedingt, weil ein Mops ist ja immer der Aberglaube, ist recht faul. Im Endeffekt sind sie aber trotzdem sehr aktiv. Das heißt, eine Einzimmerwohnung mit ihren
20, 25 Quadratmeter fände ich jetzt ein bisschen schmal. Ah, und ich sehe schon, hier hat JJ ihren Platz, oder? Ja, manchmal. Was heißt manchmal? Wenn ich am Arbeiten bin. Also egal wo ich bin, geht der Mops mit. Das heißt, wenn ich jetzt auf die Couch gehe, geht der Mops auf die Couch. Wenn ich aufs Klo gehe, geht der Mops mit. Und wenn ich ins Bett gehe, geht der Mops mit ins Bett. Ah, die geht zu dir ins Bett rein? Ja, weil es leider anders nicht möglich ist, weil der Mops so fixiert auf die Menschen ist, der möchte immer da sein, wo du bist. Ja, es ist vielleicht jetzt nicht so hygienisch für Menschen, die keinen Hund haben, aber ich mag's auch. Das ist Geschmackssache. Man kann dem Mops auch antrainieren, woanders zu schlafen, aber das ist mühsam. Das bedeutet aber, wenn die zu dir ins Bett geht, dann muss er auch sehr sauber sein, oder? Chichi ist sehr sauber, ist eine Dame. Die wird gepflegt. Mhm. So. Was gehört denn alles so zur Mopspflege? Die Ohren, weil da schaufeln die sich ja durch diese Form, wenn die jetzt mit der Schnauze in der Wiese rumlaufen, den ganzen Dreck ganz gut rein. Und wie du hier siehst, ist es alles schön schwarz. Oh, ich finde das sieht, ah ja, da ist so ein bisschen schwarz. Mhm. Wie kriegen wir das raus? Mit dem Wattestäbchen. Also die machst du einfach nur feucht und dann gehst du da rein, weil die haben also recht komische Gehörgänge. Und wie du siehst, ist es hier auch alles krumm und bucklig. Das heißt, der Mops hat ja keine Finger, der hat ja nur Pfoten, da kommt er nicht rein. Und da würden sich dann aus dem hier Pilze oder irgendwelche Infekte könnten sich da bilden. Das heißt, es sollte man putzen. Kommt auch direkt mit raus. Macht Sinn, weil sie können sich ja selber die Ohren nicht putzen. Das ist genau das Gleiche wie mit der Nasenfalte hier zum Beispiel. Und dann nimmt man einfach ein sauberes, weiches Tuch und fährt da einmal feucht und einmal trocken durch. Man muss es danach natürlich trocken machen, weil sonst reibe ich ja gerade die Feuchtigkeit mit rein. Und dann habe ich das auch mit sauber. Das sollte man aber bestimmt, also alle 2 Tage mindestens machen. Ich mache es jeden Abend. Danach kommt noch etwas Salbe auf die Nase, damit sie nicht austrocknet und rissig wird. Die hat wahnsinnig weiches Fell. Ich glaube, ich habe noch nie einen Hund gestreichelt, der so weiches Fell hat. Also es fühlt sich wirklich wahnsinnig toll an. Da muss man das Fell wahrscheinlich auch viel pflegen, oder? Kannst du machen, wenn du möchtest. Ja, super gerne. Einfach drüber fahren. Genau richtig. Dadurch, dass der Mops ein Unterfell hat, ist er ziemlich robust gegen Feuchtigkeit und gegen Kälte. Du musst aber natürlich jetzt abgestorbene Haare oder sonstiges musst du ab und zu mal rausholen. Und da kommt dann auch der Glanz her. Ja gut, wie sieht's denn eigentlich mit den Krallen aus? Also man sollte vielleicht schauen, die Möpse haben ja noch so ein Überbleibsel von den Vorfahren. Das ist die Wolfskralle. Da sollte man vielleicht schauen, dass sie nicht einwächst, einreißt oder sie sich rausreißt. Sonst hat die eigentlich gar keinen Sinn mehr. Und bei den anderen Krallen haben wir so ein spezielles Krallenabnutzungsprogramm. Aha. Ja, und du bist sicher, Marco, dass das kein Fitnessprogramm für mich ist? Nein, das ist für den Hund. Auf dem Beton nutzt sie sich die ganzen Krallen ab und dann haben wir 2 Fliegen mit einer Klappe. Sie wird nicht dick, sie ist fit und sie hat ihre Krallen abgenutzt. JJ ist wie alle Möpse ein Spitzensprinter. Sie erreicht maximale Mopsgeschwindigkeit. Das war ganz schön anstrengend. Aber schön. Jetzt habe ich Hunger. Wie sieht's denn aus, JJ? Du auch? Hast du auch Hunger? Futter? Willst du Futter haben? Hm? Hast du Hunger? Yum, 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 yum. Das schmeckt dir, gell? Wie sie uns jetzt anschaut. Die weiß wahrscheinlich schon ganz genau Bescheid, wenn wir hier in der Küche stehen, dann gibt's auch was Richtiges zu futtern und nicht nur Leckerlis, oder? Genau, richtig. Was bekommt sie denn? Jessie bekommt, jetzt kriegt sie Trockenfutter und Nassfutter gemischt. Also es einfach, schmeckt einfach besser und ist dann auch besser zu verdauen, weil Trockenfutter geht im Magen enorm auf. Und die würde ja nicht so einen großen Magen haben, wenn sie schon bloß so klein ist. Das stimmt. Sie abgewogen und das kriegt sie einmal am Morgen und einmal am Abend. Das heißt, du musst ganz genau darauf achten, wie viel sie bekommt. Ja, richtig. Das ist ja ein Mops und der wird ganz gern moppelig. Wie viel Nassfutter? Probier's einfach mal, dass du ungefähr so auf 60 Gramm kommst. 62 Gramm ist okay, oder? Wollen wir mal nicht so sein. Das Ganze musst du jetzt irgendwie, soll ich's machen? Mit dem Löffel ein bisschen klein machen. Ich habe auch mit Absicht jetzt keinen Napf, sondern einen Teller, weil der Mops ja so eine kleine platte Schnauze hat. Umso kleiner der Napf, umso weiter muss sie mit dem Gesicht rein. Und dann sind wir wieder bei dem Thema Falte. Dann schiebt sie sich das ganze Futter in die Falte rein. Das wollen wir nicht. Jetzt kommt noch ein bisschen Trockenfutter dazu. Wie genau. Viel da? Ein bisschen Knusper. Da schaust du jetzt, dass du dann insgesamt so auf 100 Gramm kommst. Na gut. Ja, ein bisschen. Genau. Upsala, 112 Gramm. Ich glaube, JJ wird es mir danken, wenn es ja, ein bisschen mit mehr Sicherheit. Ist. Schau mal, die ist ganz ungeduldig. Ich gebe es ihr jetzt dann gleich mal. Wir machen einen Schluck Wasser drauf. Ach so, warum? Durch das Trockenfutter, dass es einfach leichter zu verdauen ist. Das,
Das riecht richtig gut. Das hat Lebensmittelqualität. Das heißt, es ist im Endeffekt nichts anderes als das, was du beim Metzger kaufst. Fleisch, ein paar Karotten, ein bisschen Kartoffeln. Sie hat jetzt da, glaube ich, Hirsch. Das heißt, es ist im Endeffekt ein Hirschbraten. Das hier riecht vorzüglich und es schmeckt bestimmt auch so. Ich gebe es ihr jetzt mal. Wow. Platz. Tschüss, mach Platz. Und jetzt wartet sie so lange, bis du ihr ein Kommando gibst, dass sie essen darf. Also das Kommando ist, du musst einfach laut fein sagen. Okay. Fein. Die schmeißt aber auch ganz schön viel vom Teller runter. Also bist du sicher, dass das ein Mops ist? Vielleicht ist es auch ein kleines Schweinchen. Ja, ein Ringelschwanz hat sie, ja. Also ein Hausschwein ist sie definitiv. Sie hat Ähnlichkeiten mit dem Schwein. Das kann man nicht leugnen. Was gibst du denn so im Monat fürs Futter aus? Das landet bei der JJ so zwischen 80 und 90 Euro ungefähr. Es kommt immer darauf an, wie viel Leckerli sie kriegt. Weil wenn sie brav ist, kriegt sie natürlich mehr. Wenn sie böse ist, kriegt sie weniger. Nicht nur Ausgaben fürs Futter fallen an, sondern auch für Spielzeug. Und so weiter. Was sind denn so die laufenden Kosten, die du hast? Ich kann mir vorstellen, du musst ab und zu mal hier das Spielzeug austauschen. Du brauchst ein Körbchen, du hast Hundenäpfe, wobei du nimmst jetzt eher einen Teller von dir, da musst du nicht viel ausgeben. Mhm. Aber was hast du für laufende Kosten im Monat? Also bei der JJ beläuft sich das um die 80 Euro ungefähr. Sie bekommt ein neues Halsband, sie bekommt mal einen Mantel. Da ist eine Versicherung mit drin, eine Haftpflicht. Sie hat eine OP-Versicherung und eine Krankenversicherung, wenn jetzt mit dem Hund mal was ist. Das heißt, die JJ ist ein Luxusmöpschen. Ja, würde ich jetzt so nicht sagen, aber ich lebe mich da schon aus. Was kostet denn der Mops an sich beim Züchter? Ich denke, im Schnitt mit 1000 Euro plus minus 200, 300 Euro bist du da ganz gut dabei und auch recht schnell. Jetzt habe ich so viel Neues gelernt, aber was mich eigentlich interessiert ist, kann ich mit JJ auch kuscheln? Klar, sowieso. Also sie eignet sich auf jeden Fall deswegen schon so gut zum Kuscheln, weil sie so ein weiches Fell hat. Während wir jetzt hier noch ein bisschen weiter kuscheln mit JJ, gibt's für euch noch mal alle Infos zu dem Mops. Die gibt's auch im Internet. Wie viel Platz braucht der Mops? Den Mops kann man auch in einer kleinen Wohnung halten. Aber Platz zum Rumfetzen braucht er schon. Wie pflegt und hält man einen Mops? Tägliches Reinigen der Nasenfalte. Alle 2 Tage Ohren putzen und Fellbürsten gehören dazu. Die Krallen nutzen sich am besten auf einer Teerstraße ab. Was frisst ein Mops? Hochwertiges Nass- und Trockenfutter bekommt der Mops. Wichtig ist das Abwiegen, damit er nicht zu moppelig wird. Was kostet der Mops? Um die 1000 Euro kostet ein Mops. JJs Futter kommt im Monat auf 80 Euro, die laufenden Kosten auf weitere 80. Es geht aber auch billiger. Kuschelt ein Mops gern? Ein Mops liebt Streichleinheiten und Kuscheln. Ich hatte heute mopsig viel Spaß mit euch beiden. Danke dafür. Bitte schön. Aber bevor ich mich jetzt verabschiede, müssen wir noch die Quizfrage auflösen. Mhm. Ist der Mops ein guter A. Langstreckenläufer oder B. Sprinter? Ich würde sagen, es ist ein Sprinter, eindeutig. Dadurch, dass Möpse so klein und kompakt sind, sind es kleine Kraftpakete und Muskelpakete. Das heißt, die können schnell auf kurze Strecken laufen, aber auf lange Strecken sind sie leider zu klein und zu schwach dafür. Aber auf kurzen Strecken geben die richtig Gas. Das ist optimal für mich, weil lange halte ich auch nicht durch. Ich mache jetzt noch ein kleines Wettrennen mit JJ und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Servus. JJ, komm! Ah!